Im Modest-Trubel sind sie etwas untergegangen. John Córdoba und Yannis Horn. Die beiden bislang einzigen Neuzugänge hatten am Montag ihren ersten Arbeitstag beim FC. Die Gelegenheit, sich ein erstes Bild vom neuen Verein zu machen. Der Eindruck ist sehr gut. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr gut. Es ist mein erster Tag hier, aber ich nehme gute Eindrücke mit, auch vom Trainer. Ich hatte die Möglichkeit, einige Worte mit ihm zu wechseln. Und ich hoffe, dass alles gut läuft. Córdoba soll bestenfalls mit Modest zusammen auf Torejagd für den FC gehen. Yannis Horn soll dagegen mit seiner Variabilität in der Defensive helfen, Treffer des Gegners zu verhindern. Peter Stöger schätzt die Qualitäten seiner zwei Neuen. Wie gesagt, er kann so das Spiel verändern, er bringt Robustheit, er bringt sehr viel Aggressivität ins Spiel. Und Horn ist ein Spieler, der unglaubliches Potenzial meiner Meinung nach hat, der entwicklungsfähig ist, der uns im Defensivbereich mehrere Optionen aufmacht. Für beide Spieler zusammen hat der FC wohl über 20 Millionen Euro bezahlt. John Córdoba ist dabei der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Druck verspürt der Kolumbianer dadurch allerdings nicht. Da bin ich ganz entspannt. Ich glaube, sie haben diese Summe bezahlt, weil sie Vertrauen in meine Verfassung haben. Und das habe ich auch. Ich bin sicher, dass ich gute Dinge zu diesem Team beitragen kann.